Energie Cottbus hat dank eines späten Doppelpacks die Tabellenführung in der dritten Fußballliga behauptet. Am dritten Spieltag trennten sich die Cottbusser im Duell der früheren Bundesligisten mit 2:2, 0:1, von der Spielvereinigung Unterhaching. Für die Lausitzer war es der erste Punktverlust der Saison. Mit 7 Zählern steht Cottbus an der Tabellenspitze, dahinter folgt der punktgleiche VfL Osnabrück. Die Niedersachsen spielten 2:2, 0:1, gegen Aufsteiger 1860 München. Markus Alvarez, 90. +4, sicherte dem VfL in der Nachspielzeit einen Zählerpunkt. Von späten Toren profitierte auch der frühere DFB-Pokalsieger KFC Uerdingen mit Ex-Weltmeister Kevin Großkreuz. Die Krefelder siegten 3:2, 0:1, gegen den SV Meppen. Oguzhan Kefkir, 52. und Johannes Dörfler, 79. erzielten die Tore für den KFC, ehe Lukas Musculus, 90+3, zum Endstand traf. In Cottbus brachten Luca Marseiler, 41. und Stefan Hein, 84. die Hachinger vor 8041 Zuschauern in Führung. Mark Stein, 88. verhinderte die erste Saisonniederlage für die Cottbusser, bei denen Dim Kruse, 89. In einer turbulenten Schlussphase die gelb-rote Karte sah. Am Dienstag hatten die Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern, 1:2 gegen Preußen Münster, und Eintracht Braunschweig, 1:1 gegen FSV Zwickau, jeweils den Sprung in die obere Tabellenhälfte verpasst. Die Top-Favoriten belegen nach dem dritten Spieltag nur die Ränge 13 und 17. sind,